Das hat was von Mittelerde in Mittelhessen, das Hobbithaus, das Erdhügelhaus hier im Outdoor-Zentrum Lahntal in Greifenstein-Allendorf. Manche haben sich gefragt, Hobbits, die sind doch extrem klein dabei, Herr der Ringe, wie passt man denn da rein? Überhaupt kein Problem. Einmal durch die schwere Holztür und ihr seht schon, es ist eine wunderschöne Wohnung, alles aus Holz und ganz normale, teilweise sogar hohe Wände. Hier das Bett mit einem traumhaften Blick raus in die Natur. Dann haben wir hier hinten noch eine Hängematte zum Entspannen. Und man kann hier auch natürlich mit der Familie übernachten. Es gibt insgesamt Platz für bis zu 4 Personen. Eine kleine Küche ist dabei. Und Manni Köhnlein, der Erfinder des Hobbit-Hauses, der hat mir gesagt, ja, das ist hier eben alles individuell, nicht von der Stange. Und das macht es natürlich auch so besonders und gemütlich. Und hier ist auch noch ein Badezimmer. Klar, braucht man auch. Und natürlich das absolute Highlight im Badezimmer, die Badewanne. Mit einem Blick nach draußen auf die 300 Jahre alte Eiche. Ich habe die ganze Woche schöne Locations zum Übernachten, zum Urlaub machen in Hessen getestet. Das wird jetzt mein letzter Test. Das Wasser läuft schon ein, die Badewanne hier.